Festreisen zu circa seit einem Jahr zusammen für diese Tagung und wir freuen uns sehr und fühlen uns sehr geehrt, diese Tagung hier in Dubai mit gemeinsamen Partnern wie die TCM, Emirates, Alpha Trust, das zu halten. Ich bin heute aufgeregt, aber auch gleichzeitig sehr glücklich. Tatsächlich, ich freue mich wie ein kleines Kind, hier zu sein und ich freue mich auch mega auf die nächsten zwei Tage, also heute und die nächsten zwei Tage, weil wir wirklich auch jeden Programmpunkt selbst zusammen diskutiert haben, ausgewertet haben und mit Partnern gesprochen haben. Deswegen freue ich mich, und das ist für mich eine ganz, ganz besondere Tagung, wie ich ja gesagt habe. Und dass dann halt Bestreisen uns diese Vertrauen geschenkt hat, dass wir diese Tagung durchführen. Also ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch an alle Reisegroup-Partner für die Zusammenarbeit in all diesen Jahren, aber insbesondere dieses Jahr 2016, also Geschäftsjahr 2015, 2016. Das war eine sehr, ich will nicht schwierig in den Mund nehmen, aber sehr ereignisreich. Also voll Streits, Krisen und sehr viele, aber auch schöne Events und schöne Angelegenheiten, aber eine große Herausforderung, die wir gemeinsam mit unseren Reisebüropartnern gemeistert haben. Auch dieses Jahr gemeinsam mit Ihnen haben wir ein Plus von 8% gegenüber vom Vorjahr gemeinsam erzielt. Und dafür bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen. Auch heute Morgen, einige Leute haben mich gefragt, ob ich dann eine Emirati bin, ob ich dann von hier komme. Ich dachte, dann werde ich dann heute auch in meiner Präsentation erzählen, also ganz kurz, weil ich nicht ganz viel Zeit habe, wo ich herkomme. Also ich bin gebürtige Iranerin, ich bin geboren und aufgewachsen in Teheran. Das ist so ungefähr eine Stunde und 45 Minuten von hier. Also die Grenze ist dann so weit nach einer Stunde noch was Kilometer, aber da wo ich herkomme, so ungefähr eine Stunde und 45 Minuten von hier. Ich bin in Deutschland gekommen, bin 17 Jahre alt. Fragen Sie mich nicht, wie viele Jahre vorher, was war ich so lange her? Das war damals aber in den 80er Jahren während des Krieg Iran-Irak-Krieg. Das war der erste Golfkrieg. Standen Deutschland sozusagen ausgewandert oder tatsächlich geflüchtet bin. Habe Abitur gemacht, dann später dann nach Amerika gegangen, habe dort studiert und wollte unbedingt wieder in Europa leben und bin zurückgekommen und habe mich in meiner Lieblingsstadt in Europa, in Berlin, niedergelassen und bin seit Jahr 2002 in der Reisebranche tätig. Also meine Fehde für die Destination Dubai kommt tatsächlich seit vielen, vielen Jahren, bestimmt seit 20, 25 Jahren, weil ich immer meine Freunde und Familie hier in Dubai getroffen habe. Wie ich gesagt habe, es ist Dubai und die Iraner kriegen ja für die meisten Länder auf dieser Welt keine Visum oder sehr schwierig. Es ist einfacher, ist das Türkei und Dubai im Winter. Sehr oft hat man sich dann hier getroffen oder wir haben uns hier getroffen. Und ich habe mir immer gedacht, wenn die Deutschen gewusst hätten, wie schön Dubai ist, wollten sie dann zumindest im Winter nicht so sehr in den Kanal fliegen. Ist jemand hier aus Kanal hier, oder Spanien? Tatsächlich eine ganz tolle Destination. Wir haben schon heute diversen Vorredner über die Destination viel gehört. Ich möchte auch aus meiner Sicht sagen, als erstes, dass ich dann halt immer wieder hier privat war und auch meine Familie und Freunde hier getroffen. Das ist eine tolle Nacht, weil das ist ja nur 60 Stunden Flug. Und dann kommst du hier und hast du fast Sonnengarantie.
Die Potenz sind alle neu, toll, schon nicht der 21. Jahrhundert der Architektur. Kulinarisch ist Dubai mittlerweile jetzt auch wirklich auf eine internationale Ebene, wie London oder New York, vielleicht sogar besser. Und